Faktorisiere so weit wie möglich dieses Trinom zweiten Grades x² minus 7x plus 10. Wir nennen dieses Trinom p von x und suchen einen Wert von x, für den dieses Polynom 0 ergibt. Und das versucht man mit den ganzen Teilern vom unabhängigen Glied. Suchen wir zum Beispiel p vom Teiler 1. Das ergibt dann 1 Quadrat minus 7 mal 1 plus 10, so, also 1 minus 7 plus 10 und das macht 4. Das ist aber nicht 0. Dann müssen wir einen anderen Teiler versuchen. Versuchen wir es zum Beispiel mit dem Teiler 2. Das ergibt 2 Quadrat minus 7 mal 2 plus 10, also 4 minus 14 plus 10 und das macht 0. Also können wir die Division vornehmen. Wir werden dieses Polynom p von x durch x minus diese 2 teilen und je nach dem Gesetz vom Rest wird dieser Rest 0 sein, weil der Zahlenwert des Polynoms ja 0 ergibt. Also schreiben wir in einer ersten Zeile die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen von x in diesem Polynom, das vollständig ist und geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Die Koeffizienten sind 1, minus 7 und die 10. So bereiten wir das Gitter vor und tragen in diese Zelle den Wert ein, für den der Zahlenwert des Polynoms 0 ergibt, also hier die 2. Diese 1 rutscht runter, von da nach da multiplizieren wir, 2 mal 1, das macht 2, vertikal addieren wir, minus 7 plus 2, das macht minus 5, 2 mal minus 5 macht minus 10, 10 plus minus 10 macht 0. Hier müssen wir als Rest 0 finden. Und erkennen so in dieser Tabelle, dass 1 mal x² minus 7 mal x plus 10 gleich ist zu x minus 2 mal 1 mal x minus 5, also so. Und die Übung ist beendet.